hier am Walzebad. Am Walzebad haben wir eine Dauerleiteinrichtung, das heißt, die bleibt das ganze Jahr überstehen und da ist nur am Anfang und am Ende sind Kisten, wo wir als Referenzen nehmen, wie viele Tiere hier noch ankommen und wie viele Tiere schon alleine den Weg quasi in die Laichgewässer finden. Wir haben hier hauptsächlich an Arten die Erdkröte, den Grasfrosch, verschiedene Molche und auch sehr viele Feuersalamander. Das sind alles streng geschützte Tierarten und es ist auch einer unserer Hauptpunkte, warum wir das hier machen. Wir müssen nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Tierarten schützen und ihnen einfach einen sicheren Weg in die Laichgewässer anbieten. Genau. Und es funktioniert sehr gut hier mit der Dauerleiteinrichtung. Die steht jetzt im zweiten Jahr. Können einfach nur Positives berichten. Am Rissweg, einem anderen Objekt in Ottenau, da haben wir nur mobile Zäune, da haben wir insgesamt über 800 Meter Zaun, wo jährlich einmal auf- und wieder abgebaut werden muss, ist mit viel Manpower verbunden und da müssen die Leute auch morgens und abends laufen, um die Tiere einfach abzusammeln. Aktuell bin ich in der glücklichen Lage, dass wir über 30 Helferinnen und Helfer haben. Dann es sind teilweise ganze Familien. Auch so können wir gleich schon die Kinder mit begeistern für die Arbeit, für den Artenschutz, damit die einfach sehen, es lohnt sich, einfach ein bisschen mehr genauer hinzugucken. Und es ist schön, wenn man dann Feuersalamander auch mal auf der Hand gehabt hat und den in das neue Gewässer mit reinsetzt. In diesem Zusammenhang suchen wir auch noch Mitmenschen, die sich für den Artenschutz interessieren und auch gerne die nächsten 4 Wochen 1 bis 2 Stunden in der Woche damit aufbringen können und für unsere Umwelt da sein. Dann wäre es super toll, wenn Sie sich bei uns in der Umweltabteilung melden würden. Wir freuen uns über jeden Helfer. Wir haben verschiedene Einsatzgebiete und das können wir da gerne mit Ihnen besprechen. Ausgerüstet, Sie brauchen nur Warnweste, Taschenlampe und feste Schuhe. Das sollte fast jeder zu Hause haben und dann kann es losgehen, Frösche und Amphibien retten.